ja nicht. Ich weiß nicht, diese kandierten Schweinsfüße liegen einem irgendwie doch ein bisschen im Magen. Warum essen Sie denn so was? Jammers! Das macht jetzt 4 Euro pro Stamper. 4? Ja. Das ist doch gar kein Doppelter. Wir konnten doch gerade noch für 2 anschreiben lassen. Das ist die Inflation, nicht? Und schon der große Alexis Shaw, was wusste, nun spiel mal nicht den Wohltäter, sondern benimm dich, wie es sich für einen verdammten Kapitalisten gehört. Nicht wahr? Die Säule fehlt noch, Malmsheimer. Ne. Mal lacker. Ja. Also. So. Und nun zu uns. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen, mein Lieber. Was? Bilanz? Hab ich was falsch gemacht? Wieso, wer interessiert sich schon für Sie? Es geht um das große Ganze. Sind Sie sicher, dass das nicht mein Satz ist? Es ist nicht entscheidend, wer etwas sagt, sondern dass man es sagt. Ja, aber was denn? Was denn jetzt? Die Zeit der Abrechnung ist da, mein Freund. Was ist denn los? Sagen Sie mal, können Sie mal diese Musik ausmachen? Das machen wir ganz ruhig. Das ist ja furchtbar. Meinetwegen, Gringo. 100 Tage schwarz-gelb, spiel mir das Lied vom Tod. Ach, das. Ach, na ja, das. Meine Güte. Na, das müssen wir ja jetzt nicht lange diskutieren. Ach, ich bitte Sie, das erledigt sich demnächst von selber. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat die bürgerliche Presse eine von ihr selbst herbeigeschriebene Traumkoalition derart zügig den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Langsam. Ich weiß nicht, welche bürgerliche Presse Sie lesen. Also ich war neulich beim Friseur. Wozu? Wozu? Egal, aber dort lag die Bunte rum. Na, dann sollten Sie den Friseur wechseln. Na, mich nimmt doch sonst keiner. So, jetzt habe ich ein bisschen da drin rumgeblättert, zum Fraß vorgeworfen. Von wegen. Also jetzt hören Sie mir mal zu. Bunte. Ich bitte Sie, die Bunte Illustrierte. Wer liest denn noch die Bunte? Die schweigende Mehrheit. Früh aufstehende, leistungstragende, hart unter der Trockenhaube vor sich hin schmorende Hausfrauen der vergessenen Mitte. Und was steht da? Über den größten Flop, den je eine Regierung in den ersten 100 Tagen hingelegt hat, zu lesen: Gestatten unsere Nationalmannschaft, das Kabinett der Kanzlerin, ein Kunststück, wie sie diese bunte Truppe zusammenhält. Aha, bunte Truppe? Geht das so weiter? Es kommt noch viel besser. Man kann der Regierungschefin nicht vorhalten, in ihrem Kabinett regiert die Langeweile. So bunt, so viele Persönlichkeiten. Haben Sie Persönlichkeiten? Darf ich mich bei dem Uso selber bedienen? Ja, bitte, das ist in Ordnung. Das Kabinett. Das Kabinett Merkel II, eine einmalige Mischung, ein millionenschwerer Baron, ein Waisenkind mit Migrationshintergrund, ein schwuler Vizekanzler. Malmsheimer, frischen Uso, schnell! Ein schicksalsgeprüfter Rollstuhlfahrer, eine multitalentierte 7-fache Mutter, ein fröhlicher Weinbauexperte. Das macht jetzt 16 Euro pro Stamm. Angela Merkel regiert das vielleicht modernste Kabinett Europas und das noch für sehr lange. Jammers? Jammers. Schreiben Sie alles auf meinen Deckel. Das macht dann... Das macht. Das macht dann, Mann, das schreibe 4162 im Sinn einer Basis, das macht dann 600 Euro, bitte. Ja, von mir aus. Aber nehmen Sie ihn mit, sicherheitshalber. Na komm, Leute. Na komm. Was liest das? Haben Sie davon, wenn Sie die Bunte lesen? Macht man ja auch nicht. Nur halbwegs bei Trost ist, liest man doch nicht die Bunte. So. Überhaupt, dass die Zeitschrift heißen darf. Unmöglich sowas. Ja, ich bitte Sie. Das hat doch mit Journalismus nichts zu tun. Hofberichterstattung. Und noch nicht mal rot, das ist ja viel zu höflich. Das ist politische Landschaftspflege. Auf Gutsherrenart trifft es auch nicht. Das ist ein Frauenzirkel, der sich da über den freien Journalismus lustig macht. Merkel, Burda Bambi Furtwängler, Friede Springer und Liz Mohn. Wer da wen für was entlohnt, das müsste man auch noch mal klären. Nicht? In Italien, da ist es übersichtlicher. Nicht? Ja, ich bitte Sie. Ja, hören Sie, da müssen wir nicht lange diskutieren. Der Berlusconi hat sich die Presse, das Fernsehen, eine Partei und die Regierung offiziell gekauft. Da weiß man, wo man dran ist.
Bei uns, der Kollege Pelzig hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, die FDP kann man nicht kaufen. Die kann man nur mieten. Nicht? Dings. Und jetzt hier den Dings können wir jetzt auch mieten. Hier den unseren CDU-Arbeiterführer Rüttgers, den können Sie auch mieten. Ist gar kein Problem. Da gehen Sie zum Landespartei. Ja. Ein Schnäppchen. Gehen Sie zum nächsten Landesparteitag der CDU, da zahlen Sie 14.000 für ein Separé. Und wenn Sie dann 6.000 drauflegen, dann kriegen Sie ein Schäferstündchen mit Rüttgers. Wie der Mehrwertsteuersatz dann sein wird, das hängt davon ab, ob Sie stehen bleiben oder ob Sie sich mit ihm hinlegen wahrscheinlich. Ich kann Ihnen sagen, all das wird die schweigende Mehrheit, zu deren Sprecher sich unser Herr Westerwelle ja selbst ernannt hat, nicht verdrießen. Unsere schweigende Mehrheit, übrigens in USA, da nennt man die schweigende Mehrheit wenig zimperlich White Trash, den weißen Müll, Abschaum, den weißen Abfall der Gesellschaft, die systematisch von Staat, Presse und Fernsehen verblödete, verarmte Mittelschicht und Unterschicht. Da rumort's übrigens ziemlich ordentlich, da brodelt's und gärt's bei White Trash. So verschwiegen sind die gar nicht mehr. Letzte Woche hat der erste Selbstmordattentäter aus den Reihen der nicht mehr ganz so schweigenden White-Trash-Mehrheit in den USA seinen vollgetankten Kleinflieger mit dem letzten Geld und sich selbst in einer texanischen Staatsbehörde versenkt. Nicht? Da ist Feuer unterm Dach, sozusagen. Nicht? Aber bei uns, das muss man dazu sagen, bei uns geht auch langsam voran. Nicht? In Traunstein, da sind jetzt 4 berentete Kleinanleger vor Gericht, die haben ihren Anlageberater zu einem Zwangsurlaub im Kofferraum mitgenommen, haben ihn dann versandfertig zugeklebt bis auf ein offenes Nasenloch und nach 2 Tagen Luftschnappen hatten sie ihr Geld zurück. Nicht, das ist auch, nicht, da muss man, das ist die Methode. Nicht, das ist eine solch filigrane Form der körperlichen Abmahnung. Ja? Könnte meiner Auffassung nach in der Finanzbranche größere Wirkung entfalten als die ganzen Appelle unserer Obertrantüten an Weihnachten und Neujahr. Bin ich mir fest überzeugt. Wir Senioren, gerade wir Senioren, wir sollten viel öfter und systematischer über die Möglichkeiten sinnvoller Gewaltkriminalität und Selbstjustiz nachdenken. Nicht? Und die Jungen sollten sich am besten gar nicht mehr vermehren, wenn sie ihre Brut nur noch auf Kosten fremder Spezies aufpäppeln können. Das hat doch alles keinen Sinn.